So, hallo, jetzt soll es funktionieren. Ja, ein Video dazu, wie wir uns krank und einsam machen. Ich reflektiere ja immer, um mehr und mehr Erklärungen zu bekommen, um euch dann auch wieder diese Klarheit vermitteln zu können. Dieses Kranke und dieses Einsame, dieses ist einfach nur eine Vorstellung. Es ist nur eine Vorstellung. Und wir haben immer diese Vorstellung, zum Beispiel, deswegen ist mir das heute in den Sinn gekommen. Ich gehe hier spazieren und ich genieße das. Ich genieße die Sonne, ich genieße die Berge, ich genieße die Natur. Und als ich noch in meinem Autopilot unterwegs war, bin ich hier auch vorbeigegangen. Mit folgenden Gedanken. Es ist so schön. Es ist niemand da. Ich bin so gestresst. Keiner hilft mir. Ich muss alles alleine machen. Man kann sich auf niemanden verlassen. Es ist so anstrengend. Es ist immer das Gleiche. Es hängt immer alles an mir. Ich bin nicht verstanden. Was mache ich nur falsch? Warum ist niemand hier, um mir zu helfen? Wieso will mir keiner helfen? Wieso ist das, was ich mache, nicht gut genug? Wie kann ich endlich gut genug sein? Das ist dieser Mindset, mit dem wir alle irgendwann mal durchs Leben starten, wenn wir anfangen, aus unserem bewussten analytischen Verstand, aus unserem bewussten analytischen Denken heraus, hallo, zu leben. Es ist genau das. Wenn wir anfangen, genau diese Geschichte hier zu machen, die wir seit Jahrhunderten, seit mehreren Jahrhunderten in unseren Köpfen tragen, diese Mangelgeschichte, dieses Denken, die Dinge, die davon ausgehen, dass die Dinge, die wir uns wünschen, nicht da sind. Und dass es an uns quasi als Mensch liegt, besser zu sein, passender zu sein, um endlich das zu bekommen, was wir wollen. Und das ist einfach dieser grundlegende Fehler, der aufgedeckt werden muss von uns. Und wir werden uns tiefer und tiefer in Krankheit und Leid und Einsamkeit und Abhängigkeit rein manövrieren, bis wir erkennen, dass es hausgemacht ist. Bis wir erkennen, was die Faktoren sind, die uns immer wieder in die gleiche Suppe reinschießen. Und bis wir vor allem erkennen, dass es nicht um Schuld geht. Bis wir erkennen, dass es nicht darum geht, endlich besser zu sein oder gut genug zu sein. Sondern bis wir erkennen, dass es darum geht, herauszufinden, wie das Leben durch mich hindurch funktioniert. Und mich nicht zu verurteilen für ein Leben, oder für Reaktionen oder für Kreationen, die mir nicht gefallen oder die ich doof finde. Das ist eigentlich das A und O. Weil wenn ich da weitergehe und aus dem Standpunkt heraus, ich habe Fehler gemacht, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert, ich werde bestraft, wenn ich da weitermache aus diesem Standpunkt heraus, bleibe ich diejenige, die nicht gut genug ist, die bestraft gehört, die es nicht wert ist, die einsam ist. Krankheit wird ganz, ganz oft als Strafe anerkannt. Ja, ich habe was falsch gemacht. Deswegen bin ich jetzt gestraft. Gestraft mit dieser Krankheit, gestraft mit diesem Leiden, weil ich so schlecht bin, weil ich so fehlerhaft bin. Und wenn ich jetzt anfangen will, all diese Fehler zu suchen, und sie auszumerzen,
Das haben wir ja alle wahrscheinlich schon probiert. Kommen wir auf keinen grünen Zweig, da kommen wir nicht dran. Der einzige und schnellste Weg ist, zu erkennen, dass ich im jetzigen Moment die konkrete Erlaubnis habe, diesen jetzigen Moment immer wieder zu verändern. Dass ich berechtigt bin, alles hinter mir zu lassen. Dass ich berechtigt bin, aus dem Flugzeug zu springen, sozusagen bildlich gesprochen, im freien Fall, mich komplett von allem Scheiß zu lösen und neu anzufangen. Neu anzufangen, wenn ich gelandet bin. Und ich darf mir auch vorstellen, dass es eine ganz, ganz sanfte Landung ist. Das ist kein Crash and Burn. Das muss kein Crash and Burn sein, sondern ich kann einfach rausspringen, loslassen. Und das ist das, was Dr. Joe Dispenza mit Surrender meint. Lass dich fallen und du weißt, dass du aufgefangen wirst. Dass du aufgefangen wirst von einer Kraft, von einer Idee, von einer Vorstellung von dir, die deiner Seele entspricht, die der göttlichen Vorstellung entspricht, die rein ist, die klar ist, die keine Probleme hat, die nichts ausbaden muss, die keine Sünde, keine Büßen machen muss, keine Fehler wieder gut machen muss. In dem Sinne, dass Taten oder Worte gesprochen werden, sondern in dem Sinne, Fehler mache ich wieder gut, indem ich sage, es hat keine Konsequenz. Es macht ja nichts. Es ist jetzt aufgelöst. Es ist transformiert in die göttliche Ordnung, hier und jetzt. Nur allein durch mein Bestimmen. Und wenn du dir das erlauben kannst, dann geht es ganz, ganz schnell. Dann geht es wirklich ganz, ganz schnell. Wenn du dir erlauben kannst, alles so zu sehen, dass es gut ist. Wenn du dir sogar erlauben kannst, irgendwelche impulsive Reaktionen gut zu finden, weil sie nur das eine sagen, ich will es anders. Ich will es anders. Und ich kann weinen, ich kann schreien, ich kann zappeln und es ist alles gut. Ich kann schimpfen, ich kann argumentieren, es ist alles gut. Solange ich dahinter stehe und sage, ja, ich will es anders. Das heißt, ich will es anders. Und wenn ich es anders will, darf ich es auch ausdrücken. Und auch hier wieder, warum wird es bewertet? Es ist auch so wichtig, dass ich ausdrücke, ich will es anders haben. Ich will es anders haben. Und dass ich mir dann erlaube, den Weg zu finden, der mich zum anderen Leben, zum anderen Lebensstil, zur anderen Einstellung, zum anderen Körper von mir aus führt. Aber das ist eine komplette Kehrtwendung. Es ist ein komplettes Loslassen von all dem, was du jemals geglaubt hast. Und klar, versucht dann unterwegs in diesem freien Fall, versucht man alte Fallschirme wieder aufzumachen, die man ja kennt, weil man hofft, dass die einen dann irgendwie schützen oder lenken. Und da halt auch wieder diese Fallschirme durchzutrennen und zu sagen, das brauche ich nicht. Ich kann mich lösen, ich kann mich komplett lösen, weil ich finde es sicher und wohl und auch begeistert, im freien Fall zu leben. Ich lebe gerne im freien Fall. Und dieses Bild vom freien Fall ist eben auch so cool, weil du dann merkst, freier Fall, okay, ich falle einfach an der Scheiße vorbei. Zack, ich lass los und weiter geht's in diesem wunderschönen, aufregenden, prickelnden, grandiosen, dennoch wohlig sicheren freien Fall, wo ich nichts mitnehmen muss. Nix. Und ich stelle mir das auch so vor, dass es vielleicht so ist. Hi, guten Morgen. Ich stelle mir das auch so vor, dass es vielleicht so ist, das Gefühl so ist, wenn wir sterben. Also wenn wir diese physikalische Realität verlassen. Ich glaube, das ist ein Gefühl vom freien Fall. Wenn man auch so die Leute hört, die das vielleicht in Nahtoderfahrungen, von Nahtoderfahrungen berichten. Ich glaube, wenn wir in unsere wahre Essenz zurückgehen, wenn wir diese ganzen körperlichen Beschränkungen zurücklassen, dass sich das dann anfühlt wie freier Fall. Und dass wir einfach hier in unserer menschlichen Hülle auch immer diese ganzen
Sachen suchen, ja, Fallschirmspringen, Paragliden, was auch immer. Die Extremsportler natürlich diesen wirklich diesen freien Fall suchen. Wie heißt es da? Wingsuit und so weiter. Es ist diese Sehnsucht, sich zu befreien. Aber diese Sehnsucht im Außen anzufangen, ist halt nicht dieser Weg, der in die Nachhaltigkeit führt. Weil wenn ich falsch umgesprungen bin, brauche ich wieder einen Sprung. Wenn ich mir die Birne zugedröhnt habe, muss ich sie mir wieder zudröhnen. Was auch immer. Wenn ich mir eine Spritze gesetzt habe, was auch immer da drin ist, wenn ich mich gut danach fühle, scheinbar brauche ich noch mal eine. Das kennen wir ja schon von allen möglichen Geschichten, Christiane F. und so weiter und so fort. Aber die Anziehung dieses freien Falls, dieses Gefühl dieses freien Falls, das ist halt das, was uns so geil macht. Auch Orgasmus, was auch immer, ja. Überlegt mal selber. Und jetzt mir zu erlauben, dass mein Leben ein freier Fall ist, jeden Moment. Dass ich mir erlaube, jeden Moment im freien Fall zu segeln und zu fliegen. Ohne eine Substanz. Nur einzig und allein, weil ich weiß, wer ich wirklich bin, weil ich weiß, weil ich wirklich, wirklich weiß, wie die Energien funktionieren. Wie ich Energie bin und wie ich die Energien lenken kann, wie ich die Energien kreieren kann, das ist der freie Fall. Und dieser freie Fall, der macht komplett gesund, weil alle Krankheiten muss gehen, alles ist in göttlicher Ordnung, alle Einsamkeit geht, weil wenn ich mir keine Einsamkeit kreiere, habe ich keine. Und wie bin ich früher dazu gekommen? Ich habe mich halt immer mehr und mehr eingesperrt. Also, das wisst ihr ja alle selber. Mein Hund macht gerade Begrüßung hier. Oh. Hast du hier? Wen hast du gefunden? Hoi. Ciao, schönen Tag. So, hier bin ich. Das ist unser Campingplatz. Da ist jetzt natürlich niemand mehr. Saya hat einen Spaziergänger gefunden. Die haben sich begrüßt. Mega schön. Ja, also was ich noch sagen wollte in dem Video ist, wie kommen wir zu dieser verdammten Krankheit und zu diesen ganzen Sachen, die wir nicht wollen. Oh, da vorne ist ein Baby mit einer Mütze. Da muss ich immer aufpassen, weil die Seiya immer gerne die Mützen klaut. Das liebt sie. Okay, ich bleib kurz stehen, ich erkläre es euch schnell. Diese Vorstellung, ja, die ich vorher auch schon mal gesagt habe, dieses immer wiederkehrende drauf beharren, dass etwas nicht gut genug ist, dass etwas gefährlich ist, dass etwas nicht in der Ordnung ist, dass Bedrohung herrscht, dass Menschen uns schaden können, dass Dinge uns schaden können, dass irgendwas uns schaden kann, muss sich doch in etwas Geschädigtem, also in etwas Krankem manifestieren. Es muss doch so sein. Wenn alle meine Gedanken, alle meine Vorstellungen, alle meine Überzeugungen manifestieren, dann ist es ja sonnenklar, wenn ich lange genug von Krankheit ausgehe, dass Krankheit herrscht, dass Krankheit droht, an allen Ecken und Enden, genauso wie mit finanzieller Verlust oder was auch immer. Wenn ich lange genug davon ausgehe, das wissen wir alle, wenn wir Burnouts hatten oder Krankheiten oder was auch immer, wenn wir lange genug davon ausgehen, dass es eine Realität für mich ist, dann wird sich diese Realität zeigen. Und das ist halt manchmal nicht so direkt, ja. Wovon gehe ich denn aus? Ich weiß es manchmal gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig. Gehe ich tatsächlich davon aus, dass mir etwas schaden kann? Gehe ich tatsächlich davon aus, dass, ja, schau mal, Renate, du schaust gerade zu hier, da. Genau. Ich tatsächlich davon aus, dass ich Schaden nehme,
weil ich was nicht gut genug mache, weil ich was nicht erfülle, weil ich Anforderungen nicht erfülle, weil in meinem Leben Dinge sind, die ich nicht möchte, weil in meinem Leben Erfahrungen stattgefunden haben, bitte, die ich nicht möchte. Wovon gehe ich aus, wenn das in meinem Leben war? Wovon gehe ich aus, wenn ich bloßgestellt worden bin? Was das für mich bedeutet, wenn ich versagt habe, wenn ich pleite war, wenn ich kritisiert worden bin, alles. Wovon gehe ich aus, dass dann passiert? Und das ist das, was uns krank macht. Einfach nur die Dinge, von denen wir ausgehen. Und wir müssen nicht von so einem Scheiß ausgehen. Wir, und vor allem hier in der Gruppe, wir hier, wo ihr auch das Video hört, wir dürfen immer davon ausgehen, dass wir im freien Fall sind. Und dieser freie Fall uns das schönste, wohligste, großartigste Erlebnis beschert. Egal, was wir machen. Egal, was wir machen. Ich sehe jetzt hier gerade die Heidrun. Wenn wir singen, wenn wir uns exponieren, wir sind Generierer unserer Realität. Und als allererstes generieren wir Energie mit unseren Worten und mit unseren Taten. Und da die Herrschaft zu übernehmen, die meiste Zeit unseren Worten und unseren Taten in dieses coole, wohlige, prickelnde Gefühl zu folgen, das ist ja das Geile. Und dass wir uns nicht überlegen, kann ich das, was denken die anderen, darf ich das denn jetzt machen und so weiter und so fort, sondern dass wir hier wirklich automatisch sagen, was begeistert mich jetzt? Was begeistert mich? Worauf habe ich richtig, richtig Lust? Was für eine Energie will ich kreieren? Und was für eine Aktion hätte ich denn Lust, an diese, eine Aktion, eine Handlung, an diese Energie dran zu hängen? Und lustigerweise bin ich jetzt wieder hier angekommen, wo ich heute Abend weitermachen werde im Magic Mind Integration Programm. Und zwar in dieser Energie, was heißt es für mich, genau in dieser Energie zu sein? Was heißt es für mich? Wie tue ich das verkörpern? Wie kann ich mir das vorstellen, diese geile, frei Fall, prickelnde, wohlige, in Sicherheit mich fühlende, während Aufregung genießende Energie? Was heißt das? Was heißt das für mich hier jetzt auf Erden, für mich persönlich, für mich in meiner Facette? Und darüber möchte ich heute Abend sprechen und ich freue mich schon riesig drauf, weil es auch für mich wieder neue Räume sind, die sich eröffnen und es ist so, wow, das ist Freifall. Das ist nur Freifall. Das ist da. Ich bin im freien Fall. Das Zeug kommt. Ich hau's raus. Ist es gut? Ist es schlecht? I don't know. I don't care. Es ist halt, es ist mein freier Fall. Und wenn es andere inspiriert, auch in ihren eigenen freien Fall zu gehen, in diese Energie, in dieses Wissen, in diese Kreationsfähigkeit, dann ist es doch wunderbar. Und wenn nicht, dann ist es doch auch wunderbar. Nein, du musst. Ach so, du meinst dieses Video. Ja, genau. Du schaust gerne noch im Replay. Vor allem die Landschaft. Die müsst ihr euch reinziehen. Es hat geschneit heute Nacht. Und es ist alles wieder so frisch, frisch verzuckert. Und die Inspiration für dieses Video jetzt zu machen war tatsächlich heute früh, dass ich das so geliebt habe, dass ich das so schön fand, dass ich es so genossen habe und dass ich mich dann eben daran erinnert habe, wie ich das nicht genießen konnte, wie ich das nicht schön fand, wie ich dachte, warum bin ich alleine? Warum ist alles so schwer? Warum ist so alles so anstrengend? Warum ist da niemand, der mir Genuss gibt? Warum ist da niemand? Warum ist da niemand? Warum ist da niemand an meiner Seite? Ja, da war ich. Und genau in dieser gleichen schönen Landschaft, genau in dieser gleichen schönen Ambiente war ich und war so scheiße. Und habe mich so scheiße gefühlt, habe mich so einsam und versagerisch gefühlt und habe immer nur gedacht, warum, warum, warum? Und ich habe so lange gelitten, bis ich die Antwort auf dieses Warum gefunden habe. Und die Antwort, die gebe ich euch ja immer.
Und die fängt vor allem damit an, weil ich denke, weil ich glaube, weil ich der Überzeugung bin, weil ich, weil ich, weil ich. Und diese Antworten sind alle da für uns und es ist so genial, uns da selber auf den Trichter zu kommen und uns diesen ganzen Bullshit zu befreien. Wie lange ist diese Zeit her? Also diese Zeit war sehr, sehr lange. Diese Zeit ging, glaube ich, mein ganzes Leben lang mit Auf und Abs, bis sie den Höhepunkt nahm, sag ich mal, vor 5 Jahren, wo eben dieses Crash and Burn für mich war, wo ich wirklich auf den Boden geknallt bin und dann dachte, entweder wird es jetzt geil oder können mich alle am Arsch lecken. Und dann habe ich angefangen zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen, zu suchen. Und die Antwort ist ja so einfach und so klar. Und auch wenn sie euch vielleicht noch nicht so klar ist, weil ich immer noch dran bin, das zu lernen, es irgendwie klarer auszudrücken. Eins kann ich euch sagen, es ist nicht schwer. Unser logischer Verstand will immer schwer, kompliziert. Aber wenn es einfach ist, dann stellt es sich immer ein bisschen quer. Und deswegen so zum Abschluss eine Intention. Es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach. Es ist super, super einfach. Also die, die ich heute Abend noch sehe, ich freue mich riesig. Und für euch alle anderen, wenn ihr dabei sein wollt, dann kommt noch rein. Ich lasse es offen bis zum letzten Tag unseres Events. Könnt ihr einsteigen. Who knows, wer sich angesprochen fühlt. Bis dann. Tschüss.